Weißt du noch? In der Tarifrunde 2014 warnte Bundesinnenminister de Maizière vor Maßlosigkeit und behauptete noch vor Verhandlungsbeginn, Verdi hätte überzogene Forderungen aufgestellt. Maßlos? Gierig? Dreist? In der aktuellen Tarifrunde können wir auch wieder mit so idiotischen Vorwürfen rechnen. Doch dieses Mal sind wir schneller und nehmen unseren KritikerInnen diese Vorwürfe einfach vorweg. Wie das geht? Ganz einfach. Du brauchst dazu nur einen Zettel, einen Stift und jemanden, der dich fotografiert. Auf das Papier schreibst du eines der Wörter, die den Gewerkschaften immer vorgehalten werden. Mehr brauchst du erstmal nicht draufzuschreiben, sondern lässt dich einfach so fotografieren. Das Bild kannst du dann veröffentlichen. Also entweder auf Facebook, Instagram bzw. Twitter teilen oder auch kopieren und als Flyer verteilen oder als Plakat aufhängen. Das provoziert erst einmal Fragezeichen. So gewinnst du Aufmerksamkeit in deinem Umfeld für unsere berechtigten Forderungen. Nach ein paar Stunden, Tagen oder Wochen kannst du das Ganze dann auflösen, im Sinne einer wachsenden Botschaft. Dazu machst du ein zweites Bild. Aber nicht ohne vorher noch etwas zu ergänzen. Hier ist jetzt nämlich der Platz, um deine ganz eigenen Forderungen einzubringen. Was findest du verbesserungswürdig an eurer Ausbildung? Musst du nach einem vollen Arbeitstag noch lernen? Findest du es ungerecht, dass du für deine Ausbildung extra pendelst, aber keinen Fahrtkostenzuschuss bekommst? Das kannst du zum Beispiel auf dein eigenes Plakat schreiben. Und dich erneut fotografieren lassen, das Foto ins Netz stellen oder auch ausdrucken und so deine ganz persönliche Forderung zur Diskussion stellen. Verdi-Jugend Tarifbewegung 2016. Ich bin dabei. Besser, unbequem.